Ciao, Mensch. Danke. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie wissen es, wir sind Deutschlands wichtigste Politsendung. Tag für Tag machen wir die Umfrage und wir haben es in den letzten Wochen und Monaten bereits geahnt. Mit der FDP geht es steil nach oben. Eine Partei mit einem soliden Programm für breiteste Schichten unserer Bevölkerung. Und seit dem Wochenende ist es soweit. Ja, Dr. Guido Westerwelle ist bereit, einen 42-Stunden-Tag auf sich zu nehmen als Bundeskanzler. Dr. Guido Westerwelle ist jetzt der offizielle Kanzlerkandidat der FDP. Und man muss sagen, Glückwunsch, er ist der Einzige aus dem Big Brother Container, aus dem was geworden ist. Natürlich gibt es auch viele kritische Stimmen. Ja, nicht von uns. Warum soll die FDP keinen Kanzlerkandidaten aufstellen? Bitte. Die deutsche Fußballnationalmannschaft fährt ja auch zur WM. Dann, na, wir wollen nicht wieder mit diesen Albernheiten anfangen. Ja? Dann, meine Damen und Herren, wir, die Freunde der internationalen Monarchie, die in ständigem Verbind zu Rolf Seelmann-Eggebert stehen, der demnächst auch hier zu Gast am Hofe, in unserer Show sein wird. Sie haben es alle mitbekommen. Prinz Hakon und Mette Marit. Verbrannt. Also, Sie wissen. In diesem Interview mit unserer Kollegin Sandra Maischberger von NTV, sie saßen, man weiß es nicht genau, irgendwie zu lange in der Sonne und dann noch dieser Scheinwerfer und jetzt kam der Prinz alleine nach Deutschland und Mette ist zu Hause geblieben in Oslo. Ich weiß nicht, was sie macht. Er holt sich, liegt vielleicht auf der faulen Haut. Ja, das muss man. Sie hat noch Glück gehabt. Ja, normalerweise sind Norwegerinnen mit so einem schweren Sonnenbrand auch noch schwanger vom österreichischen Skilehrer. Wir drücken der Prinzessin die Daumen. Das ist meine absolute Lieblingsprinzessin. Ich habe es immer wieder gesagt. Ja? Wir drücken der Prinzessin die Daumen. Und viele, viele haben natürlich Angst, auch bei uns in Deutschland, sagen, wird Mette Marit jemals wieder ganz gesund? Oder sieht sie für den Rest ihres Lebens aus wie Martina Effenberg? Meine Damen und Herren, haben wir einen großartigen Gast, eine Frau, die nicht nur zwei der wichtigsten Korrespondentenstellen für die ARD schon bekleidet hat, nämlich Moskau und Paris, sondern seit einigen Monaten moderiert sie das beste Politmagazin im deutschen Fernsehen, in der ARD Monitor. Heute Abend bei uns Sonja Mikic. Danke, Sven. So, unser Klassenbuch. Die letzte Woche, die frei war, lassen wir auch frei. Ja, ach so. Oder nicht? Ja, ja, gut, stimmt. Brauchen wir nicht. Wer fehlt? Alle da. Bis auf Marco. Ach so, ja, natürlich. Ja, Marco macht aber diesmal keinen Avid Editor Consulting Production Nein. Value Double Mix Weiterbildungskurs, sondern er ist in Cannes. Er ist mit Nathalie in Cannes. Das sind Arbeitsplätze, meine Damen und Herren. Marco und Nathalie sind in Cannes, um dort von der großen Welt des Films zu berichten, von den Filmfestspielen. Deswegen haben Sie auch die Stimme gehört am Anfang, die war über Telefon. Nathalie aus Cannes telefonisch die Ansage gemacht. Na klar. Fantastisch. Ich hoffe, sie bringt auch Filmbeiträge mit und geht nicht nur jeden Abend dort mit diesen Hollywood-Stars in die Kiste. So, Marco, Nathalie in Cannes. Genau. Das ist interessant. In Cannes liegt auch meine neue Yacht. Du hast eine Yacht? Später mehr. Ich finde auch, mein Teint sieht aus wie der Teint von jemandem, der eine Yacht hat, oder? Aber es kommt nicht daher, sondern es kommt daher, weil ich am Wochenende bei NTV die Scheinwerfer poliert habe. Ah, ah.
Ich habe vor Beginn der Aufzeichnung heute Lothar Späth gesehen, unseren künftigen Wirtschaftsminister, bei Sandra Maischberger. Und 5 Minuten vor Ende der Sendung war alles noch okay, keine Brandblasen. Ah, oh, sehr gut. Ja, ich habe es genau gesehen. Und Sandra Maischberger, ist es richtig? Ja, ich habe heute gelesen. Wird die Nachfolgerin von Alfred Biolek? Ja, genau. Also ab Sommer 2003 hat sie wohl einen, also sie hat jetzt schon einen Vorvertrag mit dem WDR. Ein Vorvertrag? Ein Vorvertrag mit dem WDR, dass ja. sie ab Sommer 2003 am Sendeplatz, also das wird ja dann wahrscheinlich nicht Boulevard Bio heißen. Es heißt vielleicht Boulevard Maischberger. Oder Boulevard Bio, Gas, präsentiert von Sandra Maischberger. Nein. Nein, es wird bei Maischberger. Oder Chez Sandra. Bei, ja, genau. Oder on the sunny side of show business. Ja. Also das wird ab, ich habe heute in Spiegel Online gelesen, Jens Riva sagt, ich bete, dass Michelle zurückkommt. Ich habe auch damals immer gebetet, als ich noch mit Jens Riva zusammen war. Und er hat gesagt, noch, ach so, Michelle ist im Bett eine Granate. Das kann zu bösen Verwundungen führen, wirklich. Fragen Sie mal Weltkrieg 1 Teilnehmer. So, jetzt Nathalie und Marco in Cannes. Und es gibt noch eine Firmenneuigkeit, ein neues Firmenbaby sozusagen. Schon wieder? Ja, schon wieder, ja. Donnerwetter. Ja, jetzt Martina, also... Martina, unsere Katharin. Katharin. Heißt das Katharin offiziell? Ja, das Martina, Katharin. Unsere Katharin. Ja. Ein Junge, ein Mädchen? Ein Mädchen. Und wir dürfen auch schon den Namen sagen. Bitte. Florina. Florina. Herzlichen Glückwunsch, Florina, die Tochter von Martina, das neueste Baby unserer Show. Schreibe ich auch rein. Florina, Geburtstag. Weiß man, wie groß, weiß man, wie schwer? Ja, also ich weiß es nicht. Wir haben jetzt fast täglich Geburten zu vermelden hier bei uns in der Show. Und im Durchschnitt sind die Babys 4.900 Zentimeter groß und 7 Kilo schwer. Habe ich jetzt mal im Schnitt ausgerechnet. Aber wir haben keine Zeit zu verplempern. Wir haben wahnsinnig viel zu tun. Helmut, wie war deine Woche? Spannend. Ja, dass du heute hier in diesem Rubens Barrichello Mach Platz Anzug sitzt. Ich muss gerade noch das Tagebuch vervollständigen. Westerwelle Kanzlerkandidat. Und natürlich Jens Riva betet. Ich frage mich, was der Schöpfer, der Herr über Leben und Tod, sich denkt, wenn er hört, lieber Gott, bitte mach, dass Michelle zurückkommt. Ich würde 7 Jahre Heuschrecken schicken. Jens Riva betet. So, Helmut Zierlitz in einem absolut klassischen Rennfahrer-Outfit. Du ja, bist Rennen ja gefahren. Ja, Ferrari, ist ja Alfa Romeo. Alfa Romeo, ja. Wo ist bist du gefahren? Ich habe erst trainiert in Oschersleben. Ja, wo Motorpark, ist das denn? Das ist war vor Magdeburg. Ah, verstehe. In der ehemaligen DDR. Ja. Und das Rennen war dann selbst in Hockenheim, also Hockenheimring. Wahnsinn, auf dieser legendären Strecke. Mhm. Ja. Und, war schön. Und hast du gewonnen? Nee, ich war 19. Von wie vielen Teilnehmern? Von 25, aber die anderen 6 sind ausgefallen. Wirklich? Ja. Aber ich bin immerhin ans Ziel gekommen. Ja, und wir haben einen kleinen Filmausschnitt da. Mhm. Ja, können wir den mal sehen, bitte? Ja, der war ganz ähnlich wie die Sache am Nürburgring. Welches bist du, welches Auto? Ich bin der Weiße rechts, der Langsame da. Aha, nicht direkt auf der Ideallinie. Oh, das ja. Besuch? Eine Karambolage? Das war ein ganz schöner Knall. Der hat die komplette Seite mir eingedrückt und das Fenster war kaputt. Und ich stand dann auf einmal quer auf der Fahrbahn. Und das ist so, du bist so festgestellt mit so einem 5-Punkt-Gurt und der Rückwärtsgang geht nur, wenn du mit beiden Händen da an dem Ding da rummachst und ich kam nicht dran. Also dann
habe ich dann nachher doch mit einer Hand das irgendwie so hingekriegt, den Rückwärtsgang reinzuschmeißen und dann zurück und dann wieder auf die Fahrbahn und dann bin ich zur Box und da haben sie mir dann das kaputte Fenster rausgetan. Also eher ein gemächliches Rennen, wo noch Fenster ausgewechselt werden. Ja. Also, ja. Da ging ja nicht anders, ich wusste gut, nicht, was passiert. Aber zum Glück ist nichts passiert und Helmut Wohlbehalten hier immer 19. Ich würde mich gar nicht in so ein Auto reinsetzen. Das wäre mir viel zu gefährlich. So, ich habe eingetragen, dass hier Klassenbuch ist vollständig, das hätten wir jetzt erledigt. Und ich habe es schon eingangs gesagt, ich muss jetzt wirklich sagen, mein Sender hat mir doch tatsächlich nachträglich zur 1000. Sendung, die wir im November oder Anfang Dezember hatten, eine Yacht geschenkt. Nee. Ja. Unglaublich, eine Yacht. Sie liegt in Cannes. 80 Meter lang. Marco und Nathalie wohnen jetzt da. Echt? Ja, 30 Mann Besatzung. Alles Deutsche. Segelt auch unter deutscher Flagge. Und wurde am Wochenende in Cannes getauft auf den Namen Lady Limburg. Ah, ja. Das war auch Sat.1, also Management und so weiter, auch von der ProSieben Media AG und so weiter, waren alle da. War ein netter Rahmen. Und warum wolltest du nicht kommen? Ich war nicht eingeladen. Ja, das eigentlich schon. Es hieß, wer Zeit hat und in der Gegend ist und so weiter. Gut, die Fahrt wurde nicht bezahlt, aber eine Yacht. Schenkt mir mein Sender eine Yacht. Ich habe gar nicht so oft Zeit, da hinzugehen. Hast du ein Foto? Ja, können wir mal sehen? Hier, das ist meine Yacht. Die Lady Limburg, das ist auf der Werft im Schwarzwald, wo sie gebaut wurde. Und sind meine Eltern da vorne an Bord. Die waren da. Die waren da, die haben sie auch auf dem Hänger runtergefahren aus dem Schwarzwald. Das ist ein irres Gefühl, ein kleines Casino drauf, ein Operationssaal. Und hier, das ist, als wir dann rausgefahren sind, auf dem Rhein. Ja, klar. Muss ich ja raus aus dem Schwarzwald. Ja. Und du siehst, da hinten geht es hinter in die Höllenschlucht. Ganz am Horizont sehen Sie noch die Drahtseilbahn. Ja. Und ich habe auch Fotos von der Inneneinrichtung. Das hier ist das Sonnendeck. Mein Schlafzimmer. Da hinten noch ein Foto von Riva in der Ecke. Und es tut mir leid für Riva, aber die Handtasche, die ist von Michelle. Und ich muss sagen, er hat recht, Michelle geht ab wie ein Zäpfchen. Ja, was denn jetzt, Zäpfchen oder Granate? Eigentlich wie ein Zäpfchen, in Form einer Granate. Und ich habe wirklich Michelle in der Silvesternacht, als wir Probewohn gemacht haben in der Werft, gesagt, du musst es Jens jetzt sagen. Ja, lass ihm Zeit und so, er hängt so an mir. Haben wir noch ein Foto? Ja, das ist mein Frühstücksraum, das ist mein Frühstücksraum, echt Silber. Super. Sozusagen das Tafelsilber. Mhm. Und Bordprogramm jeden Abend mit Clerici und Kai Pflaume. Ja. Was machen die denn dann da? Songs, aus, das ist meine Mutter. mir ist der Reißverschluss an der Badehose kaputt gegangen, am Abend vor der Einweihung. Ja. Ja, und da hat sie genäht, weil ich habe so ein kleines Nähetui. Unten, siehst du, das sind diese Kisten aus Alu, die sind da drin. Ach so, ja. Und ich weiß nicht, was sie da liest gerade. Du solltest mal kommen. Wo hast du die Woche verbracht? Ich war im Hunsrück, wandern. Schön? Ja, doch, interessant. Schönes Wetter? Super Wetter. Wirklich, ein Traum? Ja, nee, wirklich. Also genau von Dienstagmorgen bin ich losgegangen bis Samstagmittag. Da gab es Regen, aber nur traumhaftes Wetter. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen hatten einen verregneten Urlaub. Ja, auf Ibiza zum Beispiel. Auf Mallorca? Auch da? Nur Regen. Wo war eigentlich das weiteste Reiseziel unserer Teammitglieder? Griechenland, glaube ich. Ja, oder noch weiter? Normalerweise fliegen die Leute ja bis Bali im Sommer, bis auf die Malediven. Wien, Budapest war so. Ich würde nie auf die Malediven fliegen. Warum? Ich hätte Angst, plötzlich im selben Charterflieger wie der Mahansee zu sitzen. Ja. Oder so. Hin der Mahansee, rückwärts heißt, nehmen Sie wieder Müll mit zurück und so weiter. Auf diesen Inseln muss der Müll mitgenommen werden. Woanders wird er gebracht. Wie gesagt, wenn Sie auf meiner Yacht Urlaub machen wollen, schreiben Sie mir eine E-Mail. Und die Yacht kann gechartert werden. $80.000 pro Tag. Der normale Preis. Mit ja. Bordprogramm, mit Besatzung. Clerici und Pflaume sind immer da. Ja, Clerici und Pflaume sind immer da. Und weißt du, wer an der Bar die Getränke ausgibt? Nee. Milena Preradovic. Boah.
Und der Sender hat mich so überrascht. Ich habe geweint, ich gebe es ehrlich zu. Viele halten mich für kalt oder gefühlsmäßig blockiert oder so. Ich stand da und als wirklich der Chef von Sat.1, Walter Hausmann, Martin Hoffmann, diese Champagnerflasche an den Bug knallen ließ, ja. Ja? Und das Team von NTV mich gefilmt hat, ja? Und sagt, ich taufe dich auf den Namen Lady Limburg, da habe ich geweint. Schönes Schiff, ich hoffe, ich komme bald wieder dazu. Meine Eltern machen jetzt ein bisschen so, kümmern sich drum, dass keiner auch anfasst von den Touristen, die da vorbeigehen und so. Ja, aber das lohnt sich ja schon am Wochenende runter zu fliegen, oder? Ja, klar. Ja gut, also mit LTU bis Almeria und dann Auto mieten und hoch nach Cannes. Ja, genau. Die Flüge sind zu teuer. Mit dem Schiff, das ging, aber die Flüge sind zu teuer. Auf meiner Yacht selbstverständlich jedes Bier der Welt, das Sie wollen. Ich frage mich, wie Milena das macht. Du sagst, du willst irgendwie ein Cheesy Light, wuff, hat sie in der Hand. Echt? Alle. Du kannst machen, was du willst. Und auch Cocktails? Alles, Cocktails. Und dann, was mir ein bisschen auf den Sack ging, ist, dass Clerici die Rumbarassel gar nicht mehr aus. Was trinkst du heute für ein Bier? Ich trinke, also zu Ehren von Mette Marit, eine dunkle Weiße. Übrigens, mein Sender hat mir zwar ein Schiff geschenkt, aber das wird er nicht gerne hören. Das Ausland ist sauer auf Sat.1. Und zwar, Markus Forster hat uns eine Mail geschickt. Markus Forster ist der Leiter des Konsulats in Saratow. Saratow liegt 900 Kilometer südöstlich von Moskau an der Wolga. Er arbeitet dort im deutschen Generalkonsulat. Und Sat.1 wurde abgeschaltet auf dem Eutelsat Hotbird. Das scheint ein Satellit zu sein. Ja. Und er kann es nicht mehr sehen. Ich wäre Ihnen für möglichst baldige Mitteilung dankbar, welches die Gründe für die Abschaltung der Sat.1-Signale sind. Vielleicht hat es mit den Bundesliga-Rechten zu tun oder so? Wieso das? Dass irgendeiner den falschen Stecker gezogen hat? Nein. Ich glaube, terrestrisch wird jetzt auch Sat.1 irgendwie abgeschaltet. Terrestrisch? Terrestrisch. Das heißt, wer kein Kabel und keine Schüssel hat, kann Sat.1 bald nicht mehr sehen. Genau. In Stuttgart soll es schon Gebiete geben, wo das der Fall ist. Richtig. In Stuttgart ist ja 90% zu geizig, sich eine Schüssel oder Kabel zu kaufen. Sondern sie halten beim Nachbarn den Finger ran. Ja. Ich weiß von Kollegen und Freunden aus dem Auswärtigen Amt, dass alle, vor allem in Osteuropa bis hin nach Zentralasien, die Satellitenantennen aller Deutschen auf den Hotbird ausgerichtet haben, da dieser die wohl einzige Möglichkeit bietet, auch weit abseits von Europa deutsche Programme zu empfangen. Wie stehen die Aussichten, den Lieblingssender Sat.1 demnächst wieder empfangen zu können? Besten Dank im Voraus für Ihre Antwort per E-Mail. Wir müssen auch per E-Mail antworten, weil er kann uns ja nicht sehen. Ja, klar. In Saratow in Zentralasien. Wer sagt, okay, nein, nicht Zentralasien, südöstlich von Moskau. Aber wer sagt, bitte... Und das ist eben Saratow. Auch in Amman, Jordanien ist man verzweifelt. Hallo Herr Schmidt, schreibt Ulrike Schöneborn. Hat man Sat.1 abgeschaltet? Ihre Sendung ist ein Lichtblick in dieser dramatischen Zeit hier im Orient. Müssen wir in Zukunft auf Sat.1 verzichten? Herzliche Grüße. Das heißt, der wichtigste Teil der Welt, praktisch alles hinter der ehemaligen Mauer, kann uns nicht mehr sehen. Ja. Naja, ja, also ein bisschen hinter der Mauer schon, also in neuen Ländern schon. Ja, natürlich, ja klar, die schon. Aber dann Jordanien, ja. Russland. Rumänien haben wir, und Griechenland haben wir auch was bekommen. Griechenland haben wir auch was bekommen, 22 Grad um 23 Uhr nachts jetzt in Griechenland. Wir müssen das klären, warum man Sat.1 dort nicht mehr empfangen kann. Aber es gibt auch eine positive Nachricht, denn in der letzten Sendung vor unserer Urlaubswoche hatten wir diese drei jungen Damen da aus Metzingen, die Klebstoff selber erfunden haben. Ja? Und schon meldet sich Frau Dorothee Adam von der Henkel Group, Abteilung Corporate Communications. Am 2.5. waren drei Schülerinnen bei Ihnen in der Sendung zum Thema Jugend forscht. Wir würden uns gerne mit den Schülerinnen in Verbindung setzen, um sie eventuell zu sponsern
oder Ihnen auch Praktikantenplätze bei Henkel in Holthausen, Düsseldorf anzubieten. Daher wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns schnellstmöglich die Namen, Anschriften und so weiter mitteilen könnten. Falls Sie Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen. Hat mittlerweile stattgefunden. Genau. Das heißt, die drei Damen stehen dort bereits in der Klebstoffküche und rühren, was die Tube hält. Toll, so kann man Arbeitsplätze sichern. Das ist eine tolle Überleitung zu unserer großen Wahlumfrage. Denn die FDP geht stramm auf die 50% zu, meine Damen und Herren. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie würde das Publikum entscheiden, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Und es kommt etwas Interessantes noch dazu. Wir zeigen Ihnen erst, wie das Publikum entscheiden würde hier im Studio, wenn morgen Wahl wäre. Dann haben wir einen tollen Vorschlag aufgegriffen, den, glaube ich, Politiker aller Parteien unterstützen. Familien mit Kindern sollen in Zukunft eine Stimme mehr kriegen bei der Wahl. Na, nicht nur eine Stimme, so viel Stimmen, wie sie Kinder haben. Wenn du 5 Kinder hast, kriegst du 5 Stimmen mehr. Nein, ist das wahr? Ja, klar. Das ist ja schön. Ja, eben. Ist das nicht diskriminierend gegenüber Singles und Leuten, die keine Kinder haben? Ist das nicht ein Aufruf zur Volkszucht? Was früher das Mutterkreuz war, ist dann der Stimmzettel. Ja, aber da will man ja hin. Da will man, wo will man hin? Wo will man hin? Naja, jetzt ist ein blödes Wort natürlich, Volkszucht. Aber ich meine, wieso ist das ein blödes Wort? Es wurde in einer dunklen Zeit missbraucht, aber die Idee ist im Grunde dieselbe. Das Problem ist, dass immer mehr alte Menschen in Zukunft über die immer weniger jungen Sprich Menschen... Sprich nicht so abwertend von mir. Nein. Wir werden eine Generation von alten Menschen. Ja, du genau. glaubst es nicht, wer nachts alles um eine Yacht rumschleicht. Nur graue Anoraks. Ja. Nur graue Anoraks. Ich sag, Milena, nimm den Schläger und geh mal raus. Ja. So, wir kommen zum Wahlergebnis. Wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen? Wieder Rekordwahlbeteiligung 94%, nämlich 236 von 251 Stimmberechtigten. CDU, CSU 28,8%, SPD 26,3%, Grüne 13,1%, FDP 25,8% und PDS 5,9%. Das heißt, die beiden großen Volksparteien solide unter 30%. Guido Spaßtruppe 25,8. Grünen eigentlich auch ganz gut. Ja, aber sind bei uns normalerweise besser. Ja. So, jetzt kommen die Herrschaften, die eine Stimme oder die mehr Stimmen hätten, wenn sie Kinder hätten. Ja. Wahlberechtigt waren 32. Das sind jetzt nur die Stimmzettel der Kinder. Also was das ausmachen würde im Vergleich. Was es ausmachen würde. 26 haben abgegeben, macht 81,3%. Wenn die Kinder ausschlaggebend wären, CDU, CSU 30,8%. SPD 34,6%, Grüne 15,4%, FDP 11,5% und PDS 7,7%. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass FDP-Wähler keine Kinder haben, die wählen können. Also die dann, für die sie ja wählen. Ja. Sie werden ja wohl kaum SPD wählen und für die Kinder FDP. Oder also für eins FDP und für eins Grün. Wie funktioniert das dann? Die Eltern sagen den Kindern, Papi, mach mal deinen Strich da bei dem mit dem Schnauzbart? Oder wie geht das? Nein. Oder sollen die Kinder selber wählen? Du bist jetzt verheiratet und hast 5 Kinder. Ja. Dann kriegst du also 7 Stimmen. Natürlich. Ach, die Frau ja auch. Ja, richtig. Ja. Und dann kannst du alle 7 der CDU geben. Oder der SPD oder den Grünen. Das heißt ja, die Kellys werden die Wahl entscheiden. Ja. Warum moderieren Sie eigentlich nicht eine eigene Show? Es ist leichter, als man denkt. Es ist komfortabel. Und ehe man es sich versieht, hat man es zu unermesslichem Reichtum und Anerkennung und Beliebtheit in der Bevölkerung gebracht. Sie sollten einige Sachen beherrschen. Zum Beispiel, wie verabschiedet man sich richtig? Bei mir ist es im Grunde jeden Abend dasselbe. Ja, es ist dieses leicht automatenhafte Tschüss, danke, tschüss, guten Abend, morgen Abend und so weiter. Ja, vorher noch irgendwie ein Gast, wo man etwa sagt, weiß er jetzt, kennt er ihn, macht ein Buch, einen Film, ist ein Mann, eine Frau und so weiter. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Polizsendung moderieren oder wenn Sie ein Wirtschaftsmagazin moderieren, dann sieht die Verabschiedung anders aus und das ist unsere neue Rubrik. Die große Harald-Schmidt-Show, Moderatoren, Verabschiedungs- und Abgangsschule.
Ja, Sie haben das bisher vielleicht noch nicht bemerkt, aber wenn wir die Beispiele zeigen, dann werden Sie sagen, Donnerwetter, so unterschiedlich und individuell, so geprägt von einer überwältigenden Persönlichkeit, kann ich meinen Abgang nach Ende der Sendung gestalten. Lektion 1, plus minus. Frau Garschütz, eine meiner Lieblingsmoderatorinnen, am Ende der Sendung, fesch, fröhlich, gut gelaunt. Und guten Abend, das war's. Und jetzt achten Sie, schauen Sie. Könnte dynamischer sein. Es war mehr so ein Schleichen. War zu langsam. So es geübt. War zu langsam, ja. Das hätte man noch mal proben können. Ja. Ich meine, für so eine Sendung hat auch die ARD 3 Tage im Studio blockiert. Ja, klar. Das wird doch geprobt, das wird doch nicht einfach mal so runtergenudelt. Ja, da hätte man dann irgendwie sagen, so, bitte, noch mal. Können wir es noch mal sehen, diesen Abgang von ihr? Ja. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen sympathisch, alles richtig. Und jetzt? Es wirkt lustlos. Es wirkt lustlos. Es wirkt wie jemand, der das Gefühl hat, was ich jetzt gemacht habe, hätte ich mir auch in die Haare schmieren können. Es hat keiner geguckt, es hat keiner begriffen, es hat niemand interessiert. Ja, oder ja. Überprobt, dass zu viele gesagt haben, geh schneller, geh langsamer, ja. Guck dahin. Aber es ist schön gestaltet, weil niemand würde diese Sendung anschauen, wenn einfach Schluss wäre, sondern ja. Es muss nochmal die Kamera von oben kommen, sie muss rausgehen. Dafür hat natürlich die ARD 16 Mann im Studio. Anders sieht es bei der ZDF-Sendung Reporter aus. Lektion 2, ZDF-Reporter. Steffen Seibert, mittlerweile auch bei königlichen Hochzeiten im Einsatz. Guten Abend, das war's. Er immerhin schon eine Stufe beleuchtet und dann an der Kamera vorbei. War nicht schlecht. War eine Spur persönlicher, hätte aber auch noch mehr Ausdruck haben können. Mhm. Aber dies nochmal auf die Karte gucken, da ist wahrscheinlich der Weg eingezeichnet. Das nächste Beispiel. Lektion 3, Report aus München. Er ist mir fast ein bisschen zu locker für einen Politmoderator. Ist fast ein bisschen flapsig. Und schauen Sie sich das an. Das ist der Bayerische Rundfunk, meine Damen und Herren. Das wird mit einem Kran gemacht. Oder vielleicht einem Dolly. Nee, Dolly. Ist es ein Kran? Ist es ein Kran? Ja, das ist ein Kran. Da steht ein Kran im Studio, der nach oben schwenkt, wenn der Moderator das Studio verlässt. Um nochmal sozusagen, warum wird das gemacht? Naja, damit es aussieht nach viel. Ja. Können wir es nochmal sehen? Diese Kranfahrt? Ein Tag Probe ist das. Jetzt geht er und jetzt, Achtung, jetzt fährt der Kran, schauen Sie das an. Das heißt in der Fachsprache, verkauf mir nochmal das Studio. Und diese Scheinwerfer. Und mit diesem Requisitenteil da vorne im Anschnitt, das ist auch immer wichtig, um ja. Diese Tiefe herauszuarbeiten. Ja, ist toll. Nächste Sendung bitte. Meine Lieblingssendung. Lektion 4, Report aus Mainz. Achtung. Einfach schlicht an der Kamera vorbei. Das muss man erst mal schaffen. Viele streifen die Kamera oder reißen irgendwie so eine Zusatzlampe weg oder so. Ja? Jetzt das ARD-Mittagsmagazin. Schaue ich jeden Tag. Lektion 5. ARD-Mittagsmagazin. Wer ist das? Susanne Gehlhardt? Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich sag dir mal eins. Dieses Mitnehmen der Kaffeetasse vernichtet Arbeitsplätze. Da könnte man zwei studentische Hilfskräfte beschäftigen, die hinterher die Tassen wegnehmen. Ja, aber ich glaube, das ist sowas automatisch. Ich gehe auch nicht aus dem Haus, ohne den Tisch irgendwie abzudecken und sauber zu machen. Ne? Ach was? Ja, du nicht. Du gehst nicht aus dem Haus, ohne den Tisch abzudecken? Nein. Ja, der muss schon... Komm mal.
Mit dem Schwämmchen abgewischt. Ach was, hast du auch so einen Tischstaubsauger? Nein! Oder so ein Roller, so ein Messerchen? Nein. Wo einfach so mit diesen Schwämmchen, mit diesen Pfannenschwämmchen. Einfach nochmal rüber mit dem Handtuch, weil es gibt ja sonst Schlieren, ne? Mit dem Pfannenschwämmchen über die Damasttischdecke? Das ist doch... Ich habe keine Tischdecke zu Hause. Auf dem Frühstückstisch eine Tischdecke? Selbstverständlich. Ist doch alles Folge. Ich möchte nicht 16 Meter nur Holz haben. Mein Gast heute Abend, meine Damen und Herren, eine der profiliertesten Journalistinnen im deutschen Fernsehen, war unter anderem viele Jahre Korrespondentin in Moskau und in Paris. Und seit einigen Monaten moderiert sie das Politmagazin Monitor. Wieder am Donnerstag um 20.15 Uhr. Herzlich willkommen, Sonja Mikic. Ich habe das immer so pauschal gesagt, seit einigen Wochen oder Monaten. Seit wann machen Sie das jetzt, Monitor? Seit Januar. Seit Januar. Hm. Und es ist die älteste politische Sendung, das älteste politische Magazin im deutschen Fernsehen, glaube ich, ja? Eine der ältesten, ja. Panorama ist, glaube ich, noch etwas älter. Wie lange gibt es jetzt Monitor? 37 Jahre. Und das hat alle 35 Jahre Klaus Bettnatz gemacht vorher? Nein. Nein, er hat ziemlich lange gemacht, 17 Jahre. Das ist ja doch toll von der ARD, dass man dann sofort sagt, das kann nur eine Frau machen als Nachfolgerin. Ja, die haben geahnt, dass ich Zwillingsschwester von Klaus Bettnatz bin. Sind Sie das? Ja, mental? Sieht man doch. Ja? Mental bestimmt. Und war er nicht auch mal in Moskau Korrespondent vorher? Absolut, das verbindet uns auch. Wir haben eine slawische Seele, wir haben Liebe zu Pullovern, er blau, ich rote Pullover. Wie sieht's aus mit Alkohol? Ich frage deswegen, ich frage deswegen. Ich habe mal gehört, ich sag mal, wie es der Volksmund formuliert, ich habe mal gehört, die Russland-Korrespondenten saufen alle wie die Löcher. Das Wodka ist eine richtige Beobachtung, muss man können. Man muss da mit Kolchos-Direktoren zum Beispiel morgens trinken, um eine Filmgenehmigung zu kriegen. Und dann ist das hier sowas, ne? So zum Frühstück, und das heißt dann 100 Gramm, das heißt 100 Gramm, und dann gluck, 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 weg, und dann kann man arbeiten. Und wer das nicht kann, der hat eigentlich gar keine Chance, sozusagen Kontakt zu... Ja, ist dann so ein bisschen schmallippig und nicht lebensfroh und kriegt dann eben nicht das besonders gute Interview. Haben Sie da auch manchmal Angst gehabt? Ich stelle mir das wahnsinnig gefährlich vor. Also vor dem Wodka, nö. Nein, Wodka nicht, aber so. Also Tschetschenien zum Beispiel. Nein, Tschetschenien ist schwer zu erklären. Das ist ein wunderschönes Land, das sind wunderbare Berge und die Leute sind einfach klasse. So, und ich bin zu einer Zeit hingegangen, als es noch nicht so brutal war. Der Krieg, der fing so ganz langsam an, aber es gab noch sowas wie Ehrenkodex und Journalisten wurden gut behandelt. Journalisten konnten sich auch noch ein bisschen bewegen und ich habe da einfach super viele Freunde gewonnen. Ich mochte sie, ich hatte große Sympathie für ihren Freiheitskampf, habe ich immer noch. Ich finde, wenn ein Land nicht in so einem Verbund bleiben will, dann sollen sie auch gehen dürfen. Und ich beobachte diese Sache. Es ist schade, dass sie aus den Schlagzeilen ist, dass die Leute sich nicht mehr aufregen. Aber was da ist, ist ein zertrümmertes Land. Und da sind einige meiner besten Freunde. Und das sind eben Leute, klar, tschetschenisch, das hört sich komisch an, aber die sehen aus wie Sie und ich, ein bisschen andere Klamotten. Aber sie sind Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer, Journalisten, Bauern und so, wie hier in diesem Land auch. Nur das Land sieht aus wie Stalingrad nach der Schlacht. Und Sie haben das ja gesagt. Es ist ja jetzt überhaupt nicht anders dort als, sagen wir mal, vor einem Dreivierteljahr, eher vielleicht noch schlechter. Nur, es interessiert eigentlich keinen mehr, oder? Es interessiert nicht, weil zum Teil eben, das ist eben ein lokaler Konflikt, der auch nicht so gut gelöst werden kann. Ja? Da weiß auch keiner so richtig, wer soll da mit wem noch sprechen. Da ist so viel Hass und Blut passiert. Das ist das Politische. Und dann auch, dann jagt die nächste Sau durchs Dorf sozusagen. Und die Medial. Medien, ja? Die Medien bewegen sich dann weiter und kümmern sich dann nicht mehr. Ne? Man müsste eigentlich so eine Rubrik haben, vergessene Kriege oder vergessene Schweinereien, vergessenes Unrecht. Gut, aber das wäre eine ganze Sondersendewoche. Ja, 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 aber bei Monitor zum Beispiel machen wir es ja auch. Ja. Aber wie ist das? Ich meine, Sie haben ja eigentlich, Sie müssen auch 200 Anwälte mit in der Redaktion sitzen haben. Monitor ist ja investigativer Journalismus, ja? Das heißt, Sie berichten nicht nur... At its best. Das ist nicht nur, also wie zum Beispiel andere Nachrichtensendungen, die sagen, also Jens Rieh war wieder glücklich, sondern Sie behaupten, sagen wir mal, ein Politiker ist korrupt oder ein Industriekonzern hat irgendwas in den Rhein gelassen, was er nicht darf. Und
das müssen Sie wasserdicht machen, das muss hieb- und stichfest sein. Ja, natürlich, sonst hätten wir andauernd nur Ärger mit der Rechtsabteilung, das ist völlig klar. Es muss ja auch glaubwürdig bleiben. Und wir versuchen das so zu lösen, indem wir immer 2, 3, 4, 5 Kollegen in ein Thema setzen, die sich immer wieder auch kreuz und quer vergewissern. Stimmt das? Schreiben wir jetzt nicht nur von anderen Journalisten ab? Was ist daran neu? Wir sprechen auch mit unserer Rechtsabteilung, wenn es sein muss. Aber wir verlassen uns auch auf Expertise. Und da ist es eben klasse, dass es so eine Sendung auch so lange gibt. Expertise, die sich einfach über Jahrzehnte jetzt auch angehäuft hat. Ne? Und es ist auch spannend. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wir plötzlich zum Krimi werden. Das ist so ein Anfangsverdacht und ein Täter und man könnte das jetzt ganz schnell abschreiben. Wie kommt so ein Anfangsverdacht? Rufen so Informanten an und sagen, ich habe mal wieder was frei. Ja, wir kriegen auch Briefe von Zuschauern, die sagen, hier ist eine Sauerei. Und dann manchmal sind das auch einfach kleine Sauereien, wo man dann sagt, okay, das gibt's überall. Und manchmal sind das doch harte Geschichten und dann setzen sich unsere Leute ran, telefonieren mit anderen, die vielleicht schon mal Ähnliches bearbeitet haben und so. Und was ich eben so super, super spannend finde, was ich nicht wusste, dass das so klasse sein kann, kommen dann an mit so einem Brief, ne, so Papier, hier steht's, hier ist die Unterschrift, hier hat jemand eine Sauerei gemacht und man kann damit Leute ärgern. Man kann damit dann einen Bürgermeister, einen Politiker, einen Unternehmer und so weiter richtig vorführen und dafür sind wir da. Haben die auch, sagen wir mal, gewisse finanzielle Möglichkeiten, um Zeugen das zu erleichtern, sich zu erinnern? Nee. Überhaupt nicht? Aber sie sind doch alle so geldgierig. Nee, also wir dürfen das nicht. Und es wird auch nicht gemacht? Nein. Das ist bei uns anders. Was ist toll für mich? Ich war schon immer Monitor-Fan, schon als Schüler, weil ich finde komischerweise, das klingt merkwürdig, aber ich finde Monitor und unsere Show ist irgendwo dieselbe Sendung. Absolut. Ja? Also absolut. Mit ähnlichen ich das Zielen. Absolut. Ja zur Demokratie. Ziel. Ja zur Demokratie, nein gegen heiße Luft, die irgendwelche Quarktaschen nach oben trägt, die nichts können, die faul sind, die korrupt sind, antiautoritär. So, und für mich als älterer Mensch kam es immer ein bisschen spät um 21 Uhr. Und das ist doch eigentlich toll, dass die ARD, dass die ARD jetzt sagt, 20.15 Uhr, wo viele andere Sender irgendwelchen Flachsinn reinbuttern und so. Wo alle anderen Sender irgendeine Form von Entspannung und Unterhaltung haben. Sei es jetzt die kleine Tiershow oder Tatort oder Tatortwiederholung oder Games oder irgendetwas. Und da kam unter anderem Fritz Bleitgen auf die gute Idee, wir probieren das mal auch früher aus. Lange in Russland. Ja, das prägt. Ja, das prägt. Das prägt. Trägt er noch manchmal, die Pelzmütze im Büro oder nein, so? Nein, aber das tut auch dem Gehirn gut. Ne? Und man ist dann, man denkt groß. Ne? Ja. So, und er dachte groß und sagte, okay, 20.15 Uhr, das machen wir jetzt mal als Probezeit. Die Probezeit ist einfach noch nicht vorbei. Also man kann noch nicht so furchtbar viel sagen. Es gibt einige Kritiker, die sagen, ja Mensch, so toll ist das nicht. 10,6% und so. Ja, aber ich meine, wer fragt bei einer solchen Sendung, die ja sozusagen ein Aushängeschild der ARD ist, nach der Quote? Das ist ja auf Dauer. Nein, das ist ja wirklich. Das wird auch so. Das muss um 20.15 Uhr im Anschluss an die Tagesschau, weil es sich ja unmittelbar anschließt an etwas, was vielleicht gerade in der Tagesschau behandelt wurde. Ja, das oder ist auch gescheit. Und es ist doch auch nicht so, dass Politik langweilig ist. Klar, nicht jeder Film ist ein Kracher. Aber ich kann mich doch entscheiden, ob ich dann 45 Minuten lang Zeitung, Radio, dies und das mache, um dann sagen zu können, ich kann mitreden oder ich kann Monitor einschalten. Ja. Dann kann ich mitreden. Jetzt kommt mal eine knallharte Frage aus meiner journalistischen Ausbildung. Vermissen Sie Paris? Ich vermisse meine Freunde. Ich vermisse meine Freunde, ich vermisse die Schönheit. Doch. Wie lange waren Sie in Paris? 4 Jahre. Wo haben Sie da gewohnt? Also ich meine jetzt nicht die genaue Hausnummer, aber so Rive Gauche oder so, was ich eben kenne. Nee, ich habe stockbürgerlich gewohnt, im 8. in der Nähe des Parc Monceau. Und da gibt es dann so ganz viele kleine alten Damen mit Dauerwelle und mit kleinen Hunden, die dann morgens spazieren gehen. Ja. Und ganz viele Rechtsanwälte und dazwischen gab es mich. Und das war ungefähr 10 Gehminuten vom Studio entfernt und eigentlich ganz schön. Sehr, sehr friedlich, fast langweilig. Wirklich? Meine Wohngegend. Meine Wohngegend. Nicht mein Leben, aber meine Wohngegend. Aber ich meine, das ist doch eigentlich der Traumjob-Korrespondent in Paris, oder? Ja, klar, aber Monitor ist eigentlich noch traumhafter. Ja. Mhm. Aber eigentlich haben Sie eine tolle Karriere gemacht. Also ich meine jetzt nicht so erstaunlich, was Sie denn für eine Karriere gemacht haben, sondern wenn man die Jobs hört, Moskau, Russland, Paris, jetzt Monitor. Und Gast bei Ihnen. Bitte? Gast bei Ihnen auch.
Das könnte ein Wendepunkt nach unten sein. Nee, glaube ich bestimmt nicht. Ja. Also, ich drücke Ihnen sehr die Daumen, dass das weiter so erfolgreich ist, dass Ihnen kostspielige Prozesse erspart bleiben. Und wie gesagt, 20.15 Uhr, eine ideale Sendezeit, gerade für uns, die treuen ARD-Fans. Am Donnerstag können Sie die Themen schon verraten? Nein. Doch, ein bisschen schon. Da waffnen sich ja vielleicht die Verfolgten. Ja, also deswegen nur die nicht paranoiden Themen, nämlich Spielplätze und wie gefährlich die sind. Oh, ja. Sie haben doch auch Kinder. Selbstverständlich, ich bin sozusagen. Sie wollen doch auch nicht, dass klein Benny und klein Jenny dann vom Abenteuergerüst runterfällt. Ja, vor allem, ich möchte nicht runterfallen. Ja, klar. Ja. Ja. Genau. Ja. FDP, Bahnkorruption. Wie, die FDP hat die Bahn geschmiert oder wie? Nein. Ach so, zwei Themen. Ja, die FDP hat nicht die Bahn geschmiert, die hat ja ein Guido Mobil. Ja, das ist toll. Ja. Was halten Sie von Guido Mobil, der so viel Elend schon gesehen hat in der ganzen Welt? Also, ich finde es ziemlich fürchterlich, was diese Partei da macht. Wirklich? Ja. Ich finde, die redet wirklich nur über diese Möllewelles dieser Welt, über Image, über Spaß, über da haben wir einen Gag und dort haben wir... und alle, ja genau, alle, die das kritisieren, sind so schmallippige, muffige von gestern. Und dann liest man ein Parteiprogramm und erstarrt. Ja? Das ist also frischwärts ins 19. Jahrhundert für mich. Und wir gucken uns das genau an. Ich finde das interessant, wenn eine Partei, die behauptet, Volkspartei zu sein, Asen geht eigentlich bei den Schwachen der Gesellschaft und bei ganz normalen Leuten, die sich über Rentengedanken machen, Gesundheitsvorsorge und so weiter. Und die sagt, hallo, wir sind die Volkspartei. Und da muss gelöhnt werden und geblecht werden. Und ich würde einfach allen Leuten raten, bevor sie auf Guido Mobil und auf diese Taschen mehr Inhalt und auf diese ganze heiße Luft reinfallen, sollen sich zumindest mal mit den Inhalten auseinandersetzen. Kann nicht schaden. Klare Worte. Habe ich eigentlich noch von keinem Politiker gehört. Also, Donnerstag, 20.15 Uhr, meine Damen und Herren, morgen Abend, bevor er dann für zwei Wochen die Außenwände meiner Yacht schrubbt, Kai Böckin bei uns zu Gast, Sonja Mikic, vielen Dank und alles Gute. Bis morgen Abend. Tschüss. Marco und Nathalie sind in Cannes, um dort von der großen Welt des Films zu berichten, von den Filmfestspielen. Deswegen haben Sie auch die Stimme gehört am Anfang, die war über Telefon. Nathalie aus Cannes telefonisch die Ansage gemacht. Na klar. Fantastisch. Ich hoffe, sie bringt auch Filmbeiträge mit und geht nicht nur jeden Abend dort mit diesen Hollywood-Stars in die Kiste. So, Marco, Nathalie in Cannes. Genau. Das ist interessant. In Cannes liegt auch meine neue Yacht. Du hast eine Yacht? Später mehr. Ich finde auch, mein Teint sieht aus wie der Teint von jemandem, der eine Yacht hat, oder? Aber es kommt nicht daher, sondern es kommt daher, weil ich am Wochenende bei NTV die Scheinwerfer poliert habe. Ich habe vor Beginn der Aufzeichnung heute Lothar Späth gesehen, unseren künftigen Wirtschaftsminister, bei Sandra Maischberger. Und fünf Minuten vor Ende der Sendung war alles noch okay, keine Brandblasen. Ah, sehr gut. Ja, ich habe es genau gesehen. Und Sandra Maischberger, ist es richtig? Ja, ich habe heute wird gelesen, die Nachfolgerin von Alfred Biolek? Ja, genau. Also ab Sommer 2003 hat sie wohl einen, also sie hat jetzt schon einen Vorvertrag mit dem WDR. Ein Vorvertrag? Ein Vorvertrag mit dem WDR, dass sie ab Sommer 2003 am Sendeplatz, also das wird ja dann wahrscheinlich nicht Boulevard Bio heißen. Es heißt vielleicht Boulevard Maischberger. Oder Boulevard Bio, Gas, präsentiert von Sandra Maischberger. Nein. Nein, es wird bei Maischberger. Oder She Sandra. Bei, ja, genau. Oder On the Sunny Side of Show Business. Ja. Also das wird ab, ich habe heute in Spiegel Online gelesen, Jens Riva sagt, ich bete, dass Michelle zurückkommt. Ich habe auch damals immer gebetet, als ich noch mit Jens Riva zusammen war. Und er hat gesagt, Michelle ist im Bett eine Granate. Das kann zu bösen Verwundungen führen, wirklich. Fragen Sie mal Weltkrieg 1 Teilnehmer. So, jetzt
Nathalie und Marco Inkan. Und es gibt noch eine Firmenneuigkeit, ein neues Firmenbaby sozusagen. Schon wieder? Ja, schon wieder, ja. Donnerwetter. Ja, jetzt Martina, also... Martina, unsere Katharin. Katharin. Heißt das Katharin offiziell? Ja, ja. Martina, Katharin. Unsere Katharin. Ja. Ein Junge, ein Mädchen? Ein Mädchen. Und wir dürfen auch schon den Namen sagen. Bitte. Florina. Florina, herzlichen Glückwunsch, Florina, die Tochter von Martina, das neueste Baby unserer Show. Schreibe ich auch rein. Florina, Geburtstag. Weiß man, wie groß, weiß man, wie schwer? Ja, also ich weiß es nicht. Wir haben jetzt fast täglich Geburten zu vermelden hier bei uns in der Show. Und im Durchschnitt sind die Babys 4.900 Zentimeter groß und 7 Kilo schwer. Habe ich jetzt mal im Schnitt ausgerechnet. Aber wir haben keine Zeit zu verplempern. Wir haben wahnsinnig viel zu tun. Helmut, wie war deine Woche? Spannend. Ja, dass du heute hier in diesem Rubens Barrichello Mach Platz Anzug sitzt. Ich muss gerade noch das Tagebuch vervollständigen. Westerwelle Kanzlerkandidat. Und ich trinke, also zu Ehren von Mette Marit, eine dunkle Weiße. Übrigens, mein Sender hat mir zwar ein Schiff geschenkt, aber das wird er nicht gerne hören. Das Ausland ist sauer auf Sat 1. Und zwar, Markus Forster hat uns eine Mail geschickt. Markus Forster ist der Leiter des Konsulats in Saratow. Saratow liegt 900 Kilometer südöstlich von Moskau an der Wolga. Er arbeitet dort im deutschen Generalkonsulat. Und Sat 1 wurde abgeschaltet auf dem Eutelsat Hotbird. Das scheint ein Satellit zu sein. Ja. Und er kann es nicht mehr sehen. Ich wäre Ihnen für möglichst baldige Mitteilung dankbar, welches die Gründe für die Abschaltung der Sat1-Signale sind. Vielleicht hat es mit den Bundesliga-Rechten zu tun oder so? Wieso das? Dass irgendeiner den falschen Stecker gezogen hat? Nein. Ich glaube, terrestrisch wird jetzt auch Sat1 irgendwie abgeschaltet. Terrestrisch? Terrestrisch. Also das heißt, wer kein Kabel und keine Schüssel hat, kann Sat1 bald nicht mehr sehen. Genau. In Stuttgart soll es schon Gebiete geben, wo das der Fall ist. Richtig. In Stuttgart ist ja 90% zu geizig, sich eine Schüssel oder Kabel zu kaufen. Sondern sie halten beim Nachbar den Finger ran. Ja. Ich weiß von Kollegen und Freunden aus dem Auswärtigen Amt, dass alle, vor allem in Osteuropa bis hin nach Zentralasien, die Satellitenantennen aller Deutschen auf den Hotbird ausgerichtet haben, da dieser die wohl einzige Möglichkeit bietet, auch weit abseits von Europa deutsche Programme zu empfangen. Wie stehen die Aussichten, den Lieblingssender Sat1 demnächst wieder empfangen zu können? Besten Dank im Voraus für Ihre Antwort per E-Mail. Wir müssen auch per E-Mail antworten, weil er kann uns ja nicht sehen. Ja, klar. In Saratow in Zentralasien. Wer sagt, okay, nein, nicht Zentralasien, südöstlich von Moskau. Aber wer sagt, bitte... Und das ist eben Saratow. Auch in Amman, Jordanien ist man verzweifelt. Hallo Herr Schmidt, schreibt Ulrike Schöneborn. Hat man Sat1 abgeschaltet? Ihre Sendung ist ein Lichtblick in dieser dramatischen Zeit hier im Orient. Müssen wir in Zukunft auf Sat1 verzichten? Herzliche Grüße. Das heißt, der wichtigste Teil der Welt, praktisch alles hinter der ehemaligen Mauer, kann uns nicht mehr sehen. Ja. Naja, ja, also ein bisschen hinter der Mauer schon, also in neuen Ländern schon. Ja, natürlich, ja. Ja, klar, die schon. Aber dann Jordanien, ja. Russland. Rumänien haben wir, und Griechenland haben wir auch was bekommen. Griechenland haben wir auch was bekommen. 22 Grad um 23 Uhr nachts jetzt in Griechenland. Wir müssen das klären, warum man Sat1 dort nicht mehr empfangen kann. Aber es gibt auch eine positive Nachricht, denn in der letzten Sendung vor unserer Urlaubswoche hatten wir diese drei jungen Damen da aus Metzingen, die Klebstoff selber erfunden haben. Ja? Und schon meldet sich Frau Dorothee Adam von der Henkel Group, Abteilung Corporate Communications. Am 2.5. waren drei Schülerinnen bei Ihnen in der Sendung zum Thema Jugend forscht. Wir würden uns gerne mit den Schülerinnen in Verbindung setzen, um sie eventuell zu spawnen.
sponsern oder Ihnen auch Praktikantenplätze bei Henkel in Holthausen, Düsseldorf anzubieten. Daher wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns schnellstmöglich die Namen, Anschriften und so weiter mitteilen könnten. Falls Sie Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen. Hat mittlerweile stattgefunden. Genau. Das heißt, die drei Damen stehen dort bereits in der Klebstoffküche und rühren, was die Tube hält. Toll, so kann man Arbeitsplätze sichern. Das ist eine tolle Überleitung zu unserer großen Wahlumfrage. Denn die FDP geht stramm auf die 50% zu, meine Damen und Herren. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie würde das Publikum entscheiden, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Und es kommt etwas Interessantes noch dazu. Wir zeigen Ihnen erst, wie das Publikum entscheiden würde hier im Studio, wenn morgen Wahl wäre. Dann haben wir einen tollen Vorschlag aufgegriffen, den, glaube ich, Politiker aller Parteien unterstützen. Familie und natürlich Jens Riva betet. Ich frage mich, was der Schöpfer, der Herr über Leben und Tod, sich denkt, wenn er hört: Lieber Gott, bitte mach, dass Michelle zurückkommt. Ich würde 7 Jahre Heuschrecken schicken. Wow! Jens Riva betet. So, Helmut Zerlett in einem absolut klassischen Rennfahrer-Outfit. Du bist Rennen gefahren. Ja, das ist ja nicht Ferrari, ist ja Alfa Romeo. Alfa Romeo, ja. Wo bist du gefahren? Ich habe erst trainiert in Oschersleben. Ja, wo ist das denn? Das ist vor Magdeburg. Ah, verstehe. In der ehemaligen DDR. Ja. Und das Rennen war dann selbst in Hockenheim, also Hockenheimring. Wahnsinn, auf dieser legendären Strecke. Mhm. Ja. Und es war schön. Und hast du gewonnen? Nee, ich war 19. Von wie vielen Teilnehmern? Von 25, aber die anderen 6 sind ausgefallen. Wirklich? Ich bin immerhin ans Ziel gekommen. Ja, und wir haben einen kleinen Filmausschnitt da. Mhm. Ja, können wir den mal sehen, bitte? Ja, der war ganz ähnlich wie die Sache am Nürburgring. Welches bist du, welches Auto? Ich bin der Weiße rechts, der Langsame da. Aha, nicht direkt auf der Ideallinie. Oh, das Besuch? Eine Karambolage? Das war ein ganz schöner Kerl, der hat die komplette Seite mir eingedrückt und das Fenster war kaputt. Und ich stand dann auf einmal quer auf der Fahrbahn. Und das ist so, du bist so festgestellt mit so einem 5-Punkt-Gurt und der Rückwärtsgang geht nur, wenn du mit beiden Händen da an dem Ding da rummachst und ich kam nicht dran. Also dann habe ich dann nachher doch mit einer Hand das irgendwie so hingekriegt, den Rückwärtsgang reinzuschmeißen und dann zurück und dann wieder auf die Fahrbahn und dann bin ich zur Box und da haben sie mir dann das kaputte Fenster rausgetan. Also eher ein gemächliches Rennen, wo noch Fenster ausgewechselt werden. Ja. Also, ja. Da ging ja nicht anders, ich wusste ja nicht, was passiert. Aber zum Glück ist nichts passiert und Helmut Wohlbehalten hier immer 19. Ich würde mich gar nicht in so ein Auto reinsetzen. Das wäre mir viel zu gefährlich. So, ich habe eingetragen, dass hier Klassenbuch ist vollständig, das hätten wir jetzt erledigt. Und ich habe es schon eingangs gesagt, ich muss jetzt wirklich sagen, mein Sender hat mir doch tatsächlich nachträglich zur 1000. Sendung, die wir im November oder Anfang Dezember hatten, eine Yacht geschenkt. Nee. Ja. Unglaublich, eine Yacht. Sie liegt in Cannes. 80 Meter lang. Marco und Nathalie wohnen jetzt da. Echt? Ja, 30 Mann Besatzung. Alles Deutsche. Segelt auch unter deutscher Flagge. Und wurde am Wochenende in Cannes getauft auf den Namen Lady Limburg. Ah, ehrlich? Ja, es war auch Sat.1, also Management und so weiter, auch von der ProSieben Media AG und so weiter, waren alle da. War ein netter Rahmen. Und warum wolltest du nicht kommen? Ich war nicht eingeladen. Ja, das eigentlich schon. Es hieß, wer Zeit hat und in der Gegend ist und so weiter. Gut, die Fahrt wurde nicht bezahlt, aber eine Yacht. Schenkt mir mein Sender eine Yacht. Ich habe gar nicht so oft Zeit, da hinzugehen. Hast du ein Foto? Ja, können wir mal sehen? Hier, das ist meine Yacht. Die Lady Limburg, das ist auf der Werft im Schwarzwald, wo sie gebaut wurde. Und sind meine Eltern da vorne an Bord. Die waren da. Die waren da, die haben sie auch auf dem Hänger runtergefahren aus dem Schwarzwald. Das ist ein irres Gefühl. Ein kleines Casino drauf, ein Operationssaal. Und hier, das ist, als wir dann rausgefahren sind, auf dem Rhein. Ja, klar. Muss ich ja raus aus dem Schwarzwald. Ja. Du siehst, da hinten geht es hinter in die Höllenschlucht. Ganz am Horizont sehen Sie noch die Drahtseilbahn. Ja. Und ich habe auch Fotos von der Inneneinrichtung. Das hier ist das Sonnendeck. Sehr aufmerksam. Danke.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie wissen es, wir sind Deutschlands wichtigste Polizsendung. Tag für Tag machen wir die Umfrage und wir haben es in den letzten Wochen und Monaten bereits geahnt. Mit der FDP geht es steil nach oben. Eine Partei mit einem soliden Programm für breiteste Schichten unserer Bevölkerung. Und seit dem Wochenende ist es soweit. Ja, Dr. Guido Westerwelle ist bereit, einen 42-Stunden-Tag auf sich zu nehmen als Bundeskanzler. Dr. Guido Westerwelle ist jetzt der offizielle Kanzlerkandidat der FDP. Und man muss sagen, Glückwunsch, er ist der Einzige aus dem Big Brother Container, aus dem was geworden ist. Natürlich gibt es auch viele kritische Stimmen. Ja, nicht von uns. Warum soll die FDP keinen Kanzlerkandidaten aufstellen? Bitte. Die deutsche Fußballnationalmannschaft fährt ja auch zur WM. Dann, na, wir wollen nicht wieder mit diesen Albernheiten anfangen. Ja? Dann, meine Damen und Herren, wir, die Freunde der internationalen Monarchie, die in ständigem Verbind zu Rolf Seelmann-Eggebert stehen, der demnächst auch hier zu Gast am Hofe in unserer Show sein wird. Sie haben es alle mitbekommen. Prinz Hakon und Mette Marit. Verbrannt. Also, Sie wissen. In diesem Interview mit unserer Kollegin Sandra Maischberger von NTV, Sie saßen, man weiß es nicht genau, irgendwie zu lange in der Sonne. Und dann noch dieser Scheinwerfer. Und jetzt kam der Prinz alleine nach Deutschland und Mette ist zu Hause geblieben in Oslo. Ich weiß nicht, was sie macht. Erholt sich, liegt vielleicht auf der faulen Haut. Sie hat noch Glück gehabt. Ja, normalerweise sind Norwegerinnen mit so einem schweren Sonnenbrand auch noch schwanger vom österreichischen Skilehrer. Wir drücken der Prinzessin die Daumen. Das ist meine absolute Lieblingsprinzessin. Ich habe es immer wieder gesagt. Ja? Wir drücken der Prinzessin die Daumen und viele, viele haben natürlich Angst, auch bei uns in Deutschland, sagen, wird Mette Marit jemals wieder ganz gesund oder sieht sie für den Rest ihres Lebens aus wie Martina Effenberg? Helmut Schellert and the Buddy Kellers! Meine Damen und Herren, haben wir einen großartigen Gast, eine Frau, die nicht nur zwei der wichtigsten Korrespondentenstellen für die ARD schon bekleidet hat, nämlich Moskau und Paris, sondern seit einigen Monaten moderiert sie das beste Politmagazin im deutschen Fernsehen, in der ARD Monitor. Heute Abend bei uns Sonja Mikic. Danke, Sven. So, unser Klassenbuch. Die letzte Woche, die frei war, lassen wir auch frei. Ja, ach so. Oder nicht? Ja, gut, stimmt. Brauchen wir nicht. Wer fehlt? Alle da. Bis auf Marco. Ach so, ja, natürlich. Ja, Marco macht aber diesmal keinen Avid Editor Consulting Production Nein. Value Double Mix Weiterbildungskurs, sondern er ist in Cannes. Er ist mit Nathalie in Cannes. Das sind Arbeitsplätze, meine Damen und Herren. Mein Schlafzimmer. Da hinten noch ein Foto von Riva in der Ecke. Und es tut mir leid für Riva, aber die Handtasche, die ist von Michelle. Und ich muss sagen, er hat recht, Michelle geht ab wie ein Zäpfchen. Ja, was sind jetzt, Zäpfchen oder Granate? Eigentlich wie ein Zäpfchen, in Form einer Granate. Und ich habe wirklich Michelle in der Silvesternacht, als wir Probewohn gemacht haben in der Werft, gesagt, du musst es Jens jetzt sagen. Lass ihm Zeit und so, er hängt so an mir. Haben wir noch ein Foto? Ja, das ist mein Frühstücksraum, das ist mein Frühstücksbild. Echt Silber. Super. Sozusagen das Tafelsilber. Mhm. Und Bordprogramm jeden Abend mit Clerici und Kai Pflaume.
Was machen die denn dann da? Songs. Das ist meine Mutter. mir ist der Reißverschluss an der Badehose kaputt gegangen, am Abend vor der Einweihung. Ja? Ja, und da hat sie genäht, weil ich habe so ein kleines Nähetui unten, siehst du, das sind diese Kisten aus Alu, die sind da drin. Ach so, ja. Und ich weiß nicht, was sie da liest gerade. Du solltest mal kommen, wo hast du die Woche verbracht? Ich war im Hunsrück, wandern. Schön? Ja, doch, interessant. Schönes Wetter? Super Wetter. Wirklich, ein Traum? Ja, nee, wirklich. Also genau von Dienstagmorgen bin ich losgegangen bis Samstagmittag. Da gab es Regen, aber nur traumhaftes Wetter. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen hatten einen verregneten Urlaub. Ja, auf Ibiza zum Beispiel. Auf Mallorca. Auch da? Nur Regen. Wo war eigentlich das weiteste Reiseziel unserer Teammitglieder? Griechenland, glaube ich. Ja. Oder noch weiter? Normalerweise fliegen die Leute ja bis Bali im Sommer, bis auf die Malediven. Wien, Budapest war so. Ich würde nie auf die Malediven fliegen. Warum? Ich hätte Angst, plötzlich im selben Charterflieger wie der Mahansi zu sitzen. Ja. Oder so. Hin, der Mahansi, rückwärts heißt, nehmen Sie wieder Müll mit zurück und so weiter. Auf diesen Inseln muss der Müll mitgenommen werden. Woanders wird er gebracht. Wie gesagt, wenn Sie auf meiner Yacht Urlaub machen wollen, schreiben Sie mir eine E-Mail und die Yacht kann gechartert werden. $80.000 pro Tag. Der normale Preis. Mit ja. Bordprogramm, mit Besatzung. Klerici und Pflaume sind immer da. Ja, Klerici und Pflaume sind immer da. Und weißt du, wer an der Bar die Getränke ausgibt? Nee. Milena Preradovic. Boah. Und der Sender hat mich so überrascht. Ich habe geweint, ich gebe es ehrlich zu. Ja, viele halten mich für kalt oder gefühlsmäßig blockiert oder so. Ich stand da und als wirklich der Chef von Sat.1, Walter Hausmann, Martin Hoffmann, diese Champagnerflasche an den Bug knallen ließ, ja? Und das Team von NTV mich gefilmt hat, ja? Und sagt, ich taufe dich auf den Namen Lady Limburg, da habe ich geweint. Schönes Schiff, ich hoffe, ich komme bald wieder dazu. Meine Eltern machen jetzt ein bisschen so, kümmern sich drum, dass keiner auch anfasst von den Touristen, die da vorbeigehen und so. Ja, aber das lohnt sich ja schon, am Wochenende runter zu fliegen, oder? Ja, klar. Ja gut, also mit LTU bis Almeria und dann Auto mieten und hoch nach Cannes. Ja, genau. Die Flüge sind zu teuer. Mit dem Schiff, das ging, aber die Flüge sind zu teuer. Auf meiner Yacht selbstverständlich jedes Bier der Welt, das Sie wollen. Ich frage mich, wie Milena das macht. Du sagst, du willst irgendwie ein Cheesy Light, wuff, hat sie in der Hand. Echt? Alle. Du kannst machen, was du willst. Und auch Cocktails? Alles Cocktails. Und dann, was mir ein bisschen auf den Sack ging, ist, dass Clerici die Rumbarassel gar nicht mehr aus. Was trinkst du heute für ein Bier?